Hey Leute, ich bin's Conny und heute zeige ich euch, wie ihr das zweite Abi Battles Badge für die Funky Friday Challenge bekommt. Zuallererst müsst ihr natürlich in Funky Friday reingehen und... So, wir folgen jetzt einfach diesen Blöcken hier, die uns den Weg zeigen zum Anfang der Obby. Dann müssen wir die Obby schaffen. Ich bin gerade ein bisschen aufgeregt. Oh Gott, ich bin auch ein bisschen dumm, kann es sein? Ja, Funky Friday ist auch wieder eins dieser Spiele, die so richtig ästhetisch sein wollen, weil sie R6-Character verlangen. Das heißt, Layered Clothing funktioniert nicht, animierte Gesichter funktionieren nicht. Eigentlich alles, was so cool ist an Roblox, geht nicht. Einfach nur, weil das ist der richtige Roblox-Look. So muss das wirklich aussehen. Kann ich hier jetzt mich festhalten oder nicht? Es geht, okay. Ich bin jetzt einfach mal mit Schwung gegengesprungen, weil ich nicht wusste, ob man durchfällt. Okay, es geht. Er hat sich einfach nur beim letzten Mal nicht festgehalten. Ich muss mich natürlich jetzt auch an diese R6-Steuerung gewöhnen, wo die Animationen anders sind, weil ich spiele normalerweise halt nicht mit R6, weil ich ungern, Alter. Ich weiß nicht, ob ich auf den Leitern stehen kann. Ungern Dinge supporte, die sowieso deprecated sein werden, die irgendwann nicht mehr funktionieren werden. Warum sollte ich jetzt meinen Charakter noch auf R6 auslegen? Oder warum sollte man überhaupt noch Roblox-Spiele in R6 machen, wenn in ein paar Monaten R6 nicht mehr geht? So. Hopp, hopp, hopp. Ach, komm schon. Okay, ich darf mir nicht mehr so viel erlauben. Ich verstehe schon. Ich muss vorsichtiger sein. Ach Mensch, Leute, ich will nicht vorsichtig sein. Ich will einfach durchspeeden, wie ein junger Gott. Was? Alter. Leute, das wird noch ewig dauern. Ich kann mit diesem Animationspack nicht klettern. Diese Animation, der hält sich ja nicht fest. Ich mache einfach die Moves, die ich normalerweise mit meinem Charakter machen würde. Und seht ihr das? Der hält sich nicht fest. Ah, kann man hier nicht einfach einstellen, jetzt einfach mal R15? Meine normalen Animationen, mein normaler Charakter. Oder wenigstens, oder das, wie es in der RB Battles Lobby ist. Das System finde ich auch cool. Da ist zwar die Steuerung manchmal ein bisschen klobig, wenn man sprinten möchte, aber sonst ist alles cool. Hier sind die Hitboxen komisch und das Festhalten geht auch gar nicht. Okay. Versuch Nummer 43. Alles cool, Leute. Und wie weit seid ihr schon? Ach, ihr habt schon durchgespielt, habe ich mir schon gedacht. Ja, so. Warum hältst du dich nicht fest? Warum hältst du dich nicht fest? Das ist eine Leiter, die ist zum Festhalten. Guck mal, ich spring gegen. Er hält sich fest. Ich spring gegen, wenn er sich festhalten muss. Er hält sich nicht fest. Oh, halte ich doch fest. Danke. Leitern sind buggy. Leitern sind eigentlich nur buggy mit R6. Wenn ihr einen anständigen R15-Charakter habt, dann sind sie nicht buggy. Okay, wir haben es endlich geschafft. Hier kommst du auf Speed an. Speed finde ich in Ordnung, das habe ich. Oh nein. Okay, okay. Es kam doch nicht nur auf Speed an, auch auf Geduld. Okay, geschafft, geschafft, geschafft. Ich hoffe, das ist ein Checkpoint, aber das ist safe kein Checkpoint. Hier kommst du auf Speed an. Okay. Okay, weiter geht's. Grüne Leiter. Grüne Sachen sind die, die wieder böse werden zwischendurch. Oh Gott, diese Animation. Der streckt sein Bein auf einmal so weit nach vorne. Okay, blau geht weg, wenn man... Ah, nee! Warum macht mein Charakter das mit seinen Beinen? Warum macht Zack mein Charakter nicht das mit seinen Armen? Also, ich werde jetzt noch ein paar Stunden hier brauchen. Was macht ihr heute Abend noch so? Habe ich mir gedacht. Nicht viel. Oh Gott, ja. So, wir merken uns, Pink geht einfach so random weg. Aber man weiß nicht wann und warum. Ich muss eigentlich austesten, ob Pink, wenn es weggeht, einfach nur unsichtbar ist oder ob ich durchfalle. Das kann man ja schlecht wissen. Ich stelle mich einfach mal drauf. Einfach mal testen. So. Und... Ach so, okay. Ja gut, dann ist das ja gar kein Problem, wenn die nur unsichtbar werden. Lol. Ich dachte, die kann man dann nicht berühren. Ja. Gut. Dann ist ja alles egal. So, blau müssen wir wieder ein bisschen schneller sein. Schnell ist nicht das Problem. Präzise ist eher das Problem bei mir. Hopp, hopp, hopp. Und schon geht's weiter. Okay, ich sollte mir nicht so sicher sein und so laufen. Okay, und dann geht's hier weiter mit den grünen Sachen, wo ich vorhin gestorben bin. Und pink ist gar kein Problem. Die sehen nur so aus, als ob die weggehen, aber sie bleiben in Wirklichkeit da. Ich wollte gerade sagen, ich muss rechts rüber. Aber guck mal, was man... Der geht anstatt... nach rechts zu klettern. Ich kann nicht nach rechts oder links klettern. Er klettert nur nach oben, wenn ich nach rechts drücke. Ihr habt es natürlich jetzt nicht gesehen, aber ich habe eben nach rechts gedrückt und er ist nach oben geklettert. Das geht übrigens mit R15 auch anders. Mit R15 hat man da mehr Kontrolle drüber. Oh Gott. So. Und lasst mich raten, ihr habt schon 100 Mal solche Obbys in R6 gemacht. Ich früher auch. Aber inzwischen nicht mehr. Inzwischen habe ich mich an R15 gewöhnt, weil R15 ist der neue Standard, ne? Ist das, was alle machen. Außer die hippen, coolen Spiele. Naja. Hier muss ich rechts an die Leitern ran, damit ich das Ding nicht berühre. Okay, hier muss ich einfach durch. Ich bin drauf! Ich bin drauf, Leute! Okay, ich muss hier lang. Ich bin drauf, Leute! Ich hab's hochgeschafft! Das hat nur 100 Jahre gedauert. Okay, und jetzt kommt das, wo ich mich noch mehr blamieren werde, weil ich habe seit Jahren keine Rhythm-Dings-Spiele mehr gespielt. Warte mal.
Starting 1 von 8? Ist das eine Challenge, die ich mit anderen Spielern machen muss? Ich dachte, ich muss gegen den Bot antreten. Okay, wir warten einfach. Wir warten jetzt einfach mal die 30 Sekunden ab, ob es funktioniert oder nicht. Und bevor ich hier loslege, sage ich euch einfach mal, ihr müsst 40.000 Punkte schaffen. Es gibt Leute, die haben das Badge scheinbar bei weniger bekommen. Es soll Leute geben, die haben 40.000 Punkte erreicht und haben es nicht bekommen. Ich kann es nicht bestätigen. Ich sage nur, ich habe 40.000 Punkte geschafft. Ich habe das Badge bekommen. Also gehen wir mal davon aus, dass es auch stimmt. Okay, das werde ich niemals schaffen. Oh nee, warte, oh Gott. Ich muss mich gerade daran richtig gewöhnen. Warte, welchen Knopf muss ich drücken? Nee, warte. Die Pfeile, nein, ich muss daraus Punkte machen, Leute. Ich muss Punkte statt Pfeile machen. Okay, ich muss Punkte machen, die Pfeile verwirren mich. Kann ich abbrechen? Okay, kann ich auswählen, dass das Punkte sind? Punkte? Punkte, please, circular. Ja, der dann auch circular. Der auch circular, safe. Die Pfeile verwirren mich, okay. Okay, ich bin drin. Ich schaff das noch. Nein. Okay, ich muss sie wirklich anders legen. Das geht gar nicht. Ich glaube, ich schaffe hier nichts, Leute. Ich schaffe heute nichts alleine. Okay, wir machen es durch, weil ich nicht abbrechen kann. Ich möchte meine Settings doch anders machen, Leute. Lass mich die Settings anders machen. Bitte lass mich doch einfach nur die Settings anders machen. Nein! Nein, der Knopf ist das. Okay, das war sehr schlecht von mir, aber ich merke gerade, die Punktzahl, die da haben, ist echt niedrig. Das heißt, die Challenge ist super easy machbar. Und hier übernommen nochmal der Conny aus dem Off. Wie schon gesagt, die Challenge ist machbar. Wenn ihr es beim ersten Mal nicht schafft, nicht schlimm. Das ist eine Gewöhnungssache. Ihr gewöhnt euch dran, ihr werdet automatisch besser, indem ihr es öfter versucht. Das ist einfach nur eine Lernsache. Einfach ein bisschen machen, man schafft es dann auch einfach. Ich habe hier währenddessen noch ganz schnell versucht, meine Settings anders zu machen, damit ich besser zurechtkomme. Und ich habe es nicht rechtzeitig geschafft, meine Settings richtig einzustellen, weil ich war scheinbar wieder in der nächsten Runde drin, aber das seht ihr jetzt. Und D kommt auch raus. L, J. 3, 2, 1, nein! Safe! Es geht schon wieder los! Ich bin noch gar nicht drin! Alter! Ihr habt nicht gefragt, dass es losgehen soll, aber okay. Ich bin immer noch nicht dran gewöhnt. Ich drücke immer den falschen Knopf hier für grün. Grün und Türkis sind meine Probleme. Ich gehe immer wieder rüber zu K statt J. Ja. Was muss man für die Badge machen? Übrigens, das, was ich gerade mache, muss man machen. Aber vielleicht ein bisschen besser als das, was ich gerade mache. Aber wir schaffen das schon. Alter, ist das verwirrend gerade. Mein Kopf muss darauf erstmal klarkommen. Ah!
Aber es ist doch eine schöne Melodie, ne? Wenn man sich erstmal so drauf eingelassen hat. So, Abi Battles hat 0 Punkte. Damit habe ich ja offensichtlich gewonnen, oder? Aber mein Score ist 40.000. Ich muss 40.000 schaffen. Okay. Okay. Also jetzt nochmal alles überprüfen hier. Pony aus dem Off wieder hier. Wie ihr seht, bin ich auch sehr schlecht in dem Spiel, aber ich werde jedes Mal besser, einfach nur, weil ich es übe. Und das Gehirn muss einfach nur die Neuronenverknüpfungen setzen und je öfter ihr spielt, desto besser werdet ihr automatisch. Glaubt nicht, dass es unmöglich ist. Es ist absolut machbar. Die Challenge ist sogar ziemlich einfach eingestellt. Das speichern wir uns jetzt erstmal. Du hast es geschafft. Ich habe es nicht geschafft. Es stand hinten. Jetzt muss man hier 40.000 Punkte schaffen. Und ich muss mich wirklich daran jetzt gewöhnen. Mein Gehirn muss sich daran gewöhnen, dass links A ist. Dass die Mitte links D ist. Dass Mitte rechts J ist. Und dass ganz rechts L ist. Weil ich habe jetzt ab und zu bei statt J K gedrückt. Und ja, vielleicht muss ich... Nein, das kann ich nicht machen. Ich muss mich daran gewöhnen, Leute. Das wird echt anstrengend. Aber ich versuch's. Dann versuchen wir es jetzt, Leute. Wir versuchen es. Oh Gott. 3, 2, 1, okay. Okay, los geht's. Warte, oh! Türkis und Grün sind meine Schwächen. Aber bei wem nicht, ne? Ah, die haben einfach schon so viele Punkte. Und auf der Mitte steht, wie ihr schon seht, 40.000. Alter, ich schaffe niemals 40.000. Aber wir versuchen es, Leute, wir versuchen es. Ich sterbe. Ich sterbe, Leute, ich sterbe. Aber mit ein bisschen Übung wird das. Da schafft das jeder. Das sage ich euch. Es ist halt nur eine Sache der Übung. Ich habe früher solche Spiele echt gut spielen können. Aber das ist so lange her, das glaubt ihr nicht. Und jetzt muss mein Gehirn sich erstmal wieder komplett neu vernetzen. Die ganzen Neuronen müssen darauf klarkommen. Ich habe 40.000 geschafft sogar. Ich habe 40.000 geschafft. Ich habe 40.000 geschafft, irgendwie. Die haben zwar 89.600, aber hier steht, ich muss 40.000, um das Trio zu besiegen. You have successfully completed the Abi Battles und jetzt habe ich das Abzeichen bekommen. Das war's, Leute. Aber ich kam am Ende langsam rein. Muss man die gegen die gewinnen? Nein, 40.000 ist die Punktzahl. Warum 30? Wie kommst du auf 30.000? Ich habe die ganze Zeit 40.000 gesagt und es stand da auf dem Board. Leute, hört ihr zu überhaupt? Aber genauso bekommt man da das Badge. Und jetzt gehen wir erstmal wieder zurück in Abi Battles rein. Um zu bestätigen, dass wir das Badge bekommen haben. Dankeschön. Und wenn ihr das nicht so schnell schaffen solltet, ihr müsst es einfach nur üben. Vielleicht macht ihr euch die Settings auch so, wie ich es gemacht habe, dass auf irgendwelche Knöpfe, wie es für euch intuitiver ist. Oh Gott. Weil solche Spiele sind reine Übungssache. Je mehr man sie spielt, desto besser wird man. So, dann gehen wir zu den Event-Badges. Ja, Change Mode, cool. Equip Schuhe hier, cool. So, dann gehen wir einfach hier hin. Und dann sagt er uns, yo, 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 du hast... Friday Night Funkin', wollte ich gerade sagen. Funky Friday Badge bekommen. Und jetzt steht hier auch so Funky Friday auf dem Bildschirm drauf. Alle sind glücklich. Beat the Orbi and battle the host along the way. Complete all four songs. Ja, es war nur ein Song tatsächlich. Ich glaube, Funky Friday hat gemerkt, dass das ein bisschen zu schwer war. Und 40.000 Punkte waren irgendwo machbar. Aber genauso bekommt man dieses Badge. Jetzt zeigt das Video deinem Haustier. Bis dann und ciao!